hier liegt auch noch Zeug rum. Ich super zu wissen. Habe ich dann eh bald wieder vergessen. Aber egal. So. Genau. Ich würde auch gerne mal wieder ein neues Heuchelkett bauen. Dazu brauchen wir allerdings auch wieder Material. Mit. Ja, Holz sieht jetzt immer noch nicht so geil aus. Gehe ich noch mal ein kleines bisschen Holz kloppen? Ich glaube fast schon. Weil so viel haben wir davon nicht mehr. Und ja, da gehe ich jetzt noch mal einen kleinen Ticken Holz aus dem Wald rauskloppen. Und wenn ich dann das Holz geholt habe, dann kann ich vielleicht eventuell beim nächsten Mal dann ein Haus bauen. Neues. Und das mit dem Nether holen wir halt weiter. Und wie gesagt, irgendwann mal, wenn ich ein bisschen besser darauf vorbereitet bin, nach. Eventuell, wenn es dann ein bisschen fairer zugeht, keine Ahnung. Eventuell auch nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Und wenn es mir zu anstrengend wird, schalte ich halt dann wirklich die Monster aus. Aber wahrscheinlich sind die Monster genau das Neue, was halt gesagt wurde, was ich zeigen soll. Und das habe ich jetzt erfolgreich gezeigt. Also erfolgreich aus dem Sinne, dass ich halt direkt sehr schnell gestorben bin. Und dass ich danach sehr tot war, dass ich meistens sogar gestorben ist. Ja, das war eigentlich, wenn man sieht, nicht erfolgreich. Aber auf der anderen Seite war es erfolgreich, dass ihr wahrscheinlich nicht tot gelacht habt und gedacht habt, Alter, wie kann man denn gegen die kleinen Viecher wegsterben? Weil das waren halt, die sind ja nicht so groß oder so, sondern wahrscheinlich einfach wegen der Masse nehmen die dich völlig auseinander. Das ist schon das große Problem. Und wenn du kaum, also ich heiße, wenn du kaum PvP erfahren hast, so ein bisschen Bad Wars und so habe ich ja schon gespielt, aber wenn du halt nicht der allerbeste PvP-Spieler bist oder so, naja, eher ein bisschen lausiger, meine Prioritäten bei Minecraft liegen nun mal im Bauen, falls man das noch nicht mitgekriegt hat, dann hat man halt dagegen die Viecher auch kaum eine Chance, ne? Naja. Ich denke mal, bei mir wird es eher 1000 Häuser noch geben, als dass ich gegen irgendwelche Viecher großartig viele Kämpfe machen werde. Halt so. Denn, wie gesagt, kämpfen ist bei Minecraft nicht so mein absolutes Ding. Ein bisschen PvP, ja okay, aber jetzt nicht hier, ne, und so. Ein bisschen Bad Wars vielleicht, aber selbst das ist halt schon ewig her. Von daher ist halt meine Kampferfahrung dann auch über die Zeit nur unwesentlich besser geworden, um nicht zu sagen noch schlechter geworden. Und ich habe auch schon, als ich noch ein bisschen Bad Wars und so gespielt habe oder halt auch teilweise ein bisschen Sky Wars, was habe ich noch gespielt? Ganz, ganz minimal selten Survival Game. Und Endergame, richtig, glaube ich. Ich auch ab und zu mal gespielt, aber halt alles extrem krass selten. Von daher kann man jetzt nicht sagen, wow, das war eine krasse Sache, sondern es war halt einfach, ja, ich habe es mal gemacht und kann ich in der Theorie daher etwas, aber halt in der Praxis, naja, es geht so, sag mal so. Gut, wir nehmen den Baum mal hier noch kurz auseinander. So. Und ich weiß gar nicht. Ich bin übrigens nebenbei in der Folge für heute, also für den Sonntag, Sonnabend. Ne, für morgen die Folge. Die kommt am Sonntag hochgeladen. Ich hoffe mal, dass diese Woche die Folgen regelmäßig kommen, beziehungsweise für euch jetzt gekommen sind. Ich hoffe es mal sehr. Letzte Woche hat es dabei heldenhaft geklappt. Da habe ich die erste halbe Woche mit Fragenvideo ganz gut rumgekriegt. Die hatte ich gerade schon vorbereitet gehabt, auch schon hochgeladen gehabt, sodass die halt nur noch veröffentlicht werden mussten. Und dann habe ich halt irgendwie nichts mehr groß hochgeladen und nicht zu sagen gar nichts mehr hochgeladen für die zweite halbe Woche. Was jetzt nicht so klug war, aber egal. Vielleicht kriege ich das ja bald wieder hin, dass ich das etwas regelmäßiger mache. Mal sehen.
Aber ich habe ja jetzt auch, glaube ich, schon 100 Milliarden Mal gesagt, dass es halt manchmal einfach nicht geht. Und ich gebe mir schon Mühe manchmal und manchmal bin ich halt auch ein bisschen faul. Ja, ich muss mir das unbedingt mal so angewöhnen, dass ich hochladen ist ja keine Hürde. Das Bearbeiten tue ich ja meistens sogar schon am Wochenende machen. Und das Hochladen ist ja dann wirklich keine Hürde. Dass ich mir die Folgen alle auf den Stick ziehe und dann halt darüber oder auf eine zweite Festplatte. Ich habe ja noch eine andere Festplatte hier, eine externe Festplatte, dass ich mir die Folgen darauf ziehe und dann halt vom Laptop aus über die Woche mit hochlade, weil ich in der Woche meinen PC nicht anmache und deshalb halt die Folgen dann auf meinem PC vergammeln sozusagen. Weil das artet ja dann schon wieder fast in Arbeit aus. Genau. Mein Laptop habe ich logischerweise in der Woche halt schon an, aber mein PC halt nicht. Ja. So. Deshalb wäre es vielleicht ganz klug, wenn ich das so machen würde. Aber vielleicht auch nicht. Nee, eigentlich wäre es allgemein sehr klug. Aber naja. Okay, ich setze nochmal hier ein paar Setzlinge. Ein paar Setzlinge und noch ein paar Setzlinge machen wir noch hier einen hin und hier einen hin. Machen wir hier einen hin. Hier einen hin. So, Setzlinge erfolgreich gesetzt, glaube ich. Habe ich das Bett? Habe ich nicht dabei. Toll. Das habe ich natürlich nicht dabei und ich weiß gerade auch, ehrlich gesagt, nicht so ganz genau, wo die Waldhütte ist. Da muss ich, glaube ich, ich muss mal wieder ein neues Bett mitnehmen. Warte mal, steht hier irgendwo, und da steht auch ein Schäflein. Kann ich vielleicht eventuell, aua. Guten Tag. Ha, das war doch super, ja. Das war perfekt. 3 Wolle. Perfekt, da geht's gar nicht. Dann mache ich hier eine kleine Werkbank. Die kann eh nicht schaden, wenn man die dabei hat. Mache hier ein kleines Bettchen. So. Klatsche ich hier her. Ach du meine Nase, wie viele kommen denn jetzt hier? Eine ganze Menge. Gut, hat eigentlich gar nicht so schlecht geklappt, wenn man sich das mal angeguckt hat. Okay, das sieht doch schon alles relativ okay aus. Wir haben jetzt übrigens schon wieder 3 Level. Ist auch ganz gut. Ja, das Bett nehme ich mit. Und dann hat das Schaf sogar schon wieder neue Wolle. Das ist ganz schön. Da ich ein Skeletor, mit denen sollten wir uns nur aus der Distanz vielleicht anlegen, eventuell. Dankeschön. So. Wir bringen auch nochmal einen kleinen Ticken Erfahrung, aber halt nicht so viel. Aber für Level 4 hat es gereicht. Okay. Oh, hier ist ein Bienenstock. Aber ich weiß ehrlich gesagt halt immer noch nicht. Ich habe jetzt natürlich auch keine Bootsamkeitsspitzhacke mehr, ne? Ich glaube, die kann man irgendwie bestimmt auch abbauen, aber naja. Egal. Ich würde dann auch erstmal sagen, wie gesagt, die Aufnahmesession ist wahrscheinlich so lang und so ist es auch. Würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Aufnahmesession hier bei Minecraft wieder. Bis dahin, adieu und tschüss.